Optik ist alles. Sie ist wichtig für deine Arbeit, für deine Partnerwahl und deine Zukunft. Diese Idee wird uns vermittelt. Man muss immer gut aussehen, die besten Designer-Jeans tragen, das beste Parfüm. Es zählt das Motto, wer hat das Schönste und das Beste, der ist der Schönste und der Beste. Als Kind möchte man die Anerkennung und Bestätigung der Eltern haben, in der Schule von seinen Mitschülern und seinen Freunden. Er möchte Anerkennung und Respekt. Sie möchte Bestätigungen haben. Er macht sie nah und wird dafür leider gelobt und bestätigt. Er fühlt sich richtig gut. Er denkt, er macht das Richtige. Die falsche Bestätigung und zu viel Lob zerstören seinen Charakter. Ein Mann lobte jemanden. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wehe dir, du hast den Nacken deines Gefährten gebrochen, du hast den Nacken deines Gefährten gebrochen. Dies sagte er sallallahu alaihi wasallam mehrmals. Die Modewelt diktiert die Schönheit und die Menschen ahmen nach. Die neueste Frisur, das beste Make-up, sie bekommt es überall zu sehen. Sie wird vom Kind zu einer Jugendlichen. Ihre Interessen ändern sich. Sie kleidet sich eng, schminkt sich stark. In der Schule schaut man sie anders an. Sie bekommt Lob von ihren Freunden. Auf der Straße wird sie angesprochen. Sie bekommt Anerkennung. Eines Tages geht sie ohne Schminke raus. Sie hat es zeitlich nicht geschafft. Die Jungs zeigen kein Interesse an ihr. Sie macht die Erfahrung, ohne Schminke gehe ich nie wieder aus dem Haus. Allah subhanahu wa ta'ala gibt der Schwester innere Ruhe. Sie möchte islamisch werden. Sie fängt an zu beten, hält sich von den Sünden fern. Und dann kommt der Tag. Soll ich das Kopftuch jetzt tragen? Sie hat Kopfkino. Meine Freunde werden mich nicht akzeptieren. Es wird schwierig, einen Ehemann zu finden. Ich werde meine Arbeit verlieren. Was wird meine Familie und meine Freunde darüber denken? Es gehen ihr tausend Sachen durch den Kopf. Sie hat gute Erfahrungen mit ihrer Schminke gemacht. Diese eine Information, dieses eine Gebot, sie kennt die Wahrheit. Sie muss gegen die jahrelangen Erfahrungen kämpfen. Diese Anerkennung, dieser Lob wegen ihrer Optik, alles wird wegfallen. Meine geehrte Schwester, vernachlässige nicht deine Beziehung zum Hijab. Erinnere dich an seine Stärken. Vermehre deine Liebe für den Hijab. Wenn du seine Wichtigkeit vergisst, vergisst du dich selbst. Lass dich von der Wertediktatur nicht einschüchtern. Wer gibt dir dein Kopfkino? Der verfluchte Shaitan. Er gibt dir Zweifel, Angst, Feigheit, falsche Bestätigung und vor allem falschen Rat. Allah subhanahu wa ta'ala versorgt dich. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Ruhe im Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala liebt seine Diener.